Herzlich willkommen zurück zu Haunting Ground. In der letzten Folge habe ich ja versucht, nochmal zu der Tür mit dem Saturnschlüssel zu kommen. Und dann war da Daniela da oben gestanden. Allerdings, ich habe da nochmal reingeschaut in meinen letzten Part. Sie hat sich ja nicht bewegt. Sie ist ja nicht auf uns losgegangen. Und ich würde das jetzt einfach nochmal probieren. Ganz. Und vor allem die Musik geht auch nicht aus, obwohl ich ja schon nah an ihr dran bin. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer hochgehen. Aber das macht so furchtbar viel Krach. Oh. Jetzt ist die Musik aus. Da hinten war doch, genau, da ist nämlich noch eine Treppe. Ich gehe jetzt mal hier die Treppe hoch. Jui, knurre nicht so viel. So. Sollte das jetzt echt klappen? Ey, da wäre ich ja schon sehr überrascht. Oh Gott. Es ist übrigens heute, ich lade diese Folge auch heute noch hoch, es ist Montag. Es ist total geiles Wetter und total sonnig und schön und eigentlich super, um Haunting Ground zu spielen. Aber wenn ich das jetzt abends im Dunkeln spielen würde, dann würde ich das total gar nicht packen. Ich probiere das jetzt einfach mal. So. Okay. Sie kommt uns nicht hinterher. Und jetzt ist die Musik wieder an. Ich möchte jetzt kurz auf Yui warten. Weil wenn ich jetzt die Tür zumache, kann Yui nicht hinterher. Wir sind... Da ist er. Wir sind in einem komplett neuen Bereich. So. Bevor ich jetzt irgendwas gucke, will ich erstmal auf die Karte schauen. Wo sind wir denn? Okay. Kommen wir denn da jetzt hin? Daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Wow. Scheiße. Nein! Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Einfach rennen. Einfach rennen, rennen, rennen. Ich renne jetzt einfach immer geradeaus und, weil hier ist nichts zum Verstecken. Und jetzt kommt eine Cutscene. Ich laufe jetzt einfach weiter. Oh Gott, hat die ein Organ. Meine Herren. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Also ich hoffe, sie kommt uns jetzt nicht nach. Das schaut mir alles so sehr linear aus. Und ich weiß auch nicht, ob wir uns vor ihr verstecken können. Wahrscheinlich nicht. Sie ist ja nicht so doof wie Debilitas. Jetzt kommt die nächste Katze. Okay. Ich mach mal kurz Pause. Puh. Also wir haben jetzt zweimal hintereinander, jeweils nach der Cutscene so ein Dulüm gehört. Das klingt immer so, als hätten wir was Wichtiges entdeckt. Und also da in den Raum kann ich wohl nicht rein. Ich versuche das gleich nochmal, aber ich glaube, da will sie nicht mehr rein. Und auf der anderen Seite ist Daniela mit einer riesen Glasscherbe im Cloud Strife Gedächtnis-Style. Also von der Form her. Und ja.
Toll, was mache ich denn jetzt? Ich gucke nochmal, ob ich da rein kann. Nein, da ist zu. War ja klar. Wasser fließt herein. Gibt wohl kein Zurück mehr. Na toll. Ah, Moment, da geht's weiter. Da. Nee. Oder? Was macht sie denn? Ach, da kann ich mich verstecken. Ja, schön. Ist sie jetzt dann hier da weg, oder? Oh, da ist ein Loch. Ich will in das Loch rein. Loch ist gut. Loch ist sicher. Ein abgestandener feuchter Wind kommt von der anderen Seite. Loch betreten, ja. Da ist bestimmt wieder so eine komische Maschine. Und vielleicht können wir da wieder was einsammeln? Nö, da liegt nichts. Aber wir können vielleicht nochmal was basteln. Und ich habe mich übrigens an was erinnert. Das möchte ich gerade nochmal kurz zeigen. Und zwar hier Datei. Ach nee, scheiße, da steht... Nee, dann liegt hier ein Buch. Genau. Hier steht etwas, genau. Quis und Mundus, aber wir können nicht weiterblättern. Nee, das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Hier war doch irgendwo... Hier ist etwas geschrieben. Das habe ich gesucht. Und zwar die Farbkompatibilität. Und hier sehen wir nämlich Weiß, Rot, Grün und Blau. Also das ist quasi das, was rauskommen kann am Ende. Und wir haben ja ein weißes Medaillon. Schaffung von Objekten, die von ihrem menschlichen Erzeuger verwendet werden. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube, wir haben ein grünes oder sowas. Was dann vielleicht ein Heilkraut ist. Ich weiß es jetzt nicht genau. Also wenn wir jetzt mal reingucken hier in unsere Gegenstände, dann haben wir einmal Magna Esca und einmal Remedium. Ich habe aber blöderweise nicht drauf geguckt. Ah, Moment. Magna Esca ist, glaube ich, was für den Hund. Weil das hat hier die gleiche Farbe oder das gleiche Symbol wie hier diese Hundesachen. Und das Remedium ist wohl irgendwas zum Heilen. Ich probiere jetzt einfach, ob wir nochmal eins kriegen. So. Wir haben 5 normale Medaillons. Also da können wir ruhig mal eins verschwenden, hätte ich beinahe gesagt. Na toll. Man kann das eigentlich... Ja, Carbo. Okay, das war grün. Man kann das, glaube ich, nicht wirklich abschätzen. Ich versuche das jetzt nochmal. Es ist leer, ja. Also man kann das nicht wirklich steuern, ob man was bekommt. Oder also man kann die Farben nicht wirklich abpassen und dann bremsen. Das ist wirklich so zufallsbedingt. Jetzt sind wir hier. Ich schaue nochmal auf die Karte. Keine Daten? Aber ich bin doch raus aus dem Loch. Moment, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt ganz woanders rausgekommen. Ich war doch in diesem langen Gang. Was ist das? Kamille? Und da liegt doch noch ein Buch. Kann ich das nehmen? Nee. Wieso habe ich denn hier keine Karte? Hallo? Und irgendjemand spricht da mit mir. Okay, da ist auf jeden Fall schon meine Standuhr. Will ich speichern. Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Ich habe jetzt voll die Orientierung verloren. Der Gang hat doch gerade noch ganz anders ausgesehen. Ja, ich will doch einen wählen, aber jetzt ja. Da fangen wir jetzt nochmal ganz von vorne an. Wir sind ja auch in einem neuen Kapitel. Ostflur Haus. Ja, sind wir jetzt denn gar nicht mehr im Schloss oder was? Komm, Huey, such mal. Go, Huey. Nein, nicht bellen. Ich glaube, viel findet er da sowieso nicht. Da ist noch was. Lavendel. Oh. Good boy. Ja gut. Wir gehen jetzt mal hier durch. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ups. Eine Wand? Ich stehe vor einer Wand? Na, klasse. Okay.
Was ist mit der Tür hier? Die ist bestimmt zu. Nein, ist sie nicht. Ein Balkon. Und das ist, glaube ich, die Tür in den Gang, wo... Nee. Jetzt dachte ich, hier geht es in den Gang, wo Daniela ist, aber auch nicht. Was ist das denn hier alles? Und dieses... Oh, was kommt jetzt? Der Spiegel in der Hecke oder was? Sie macht auch nichts. Sie macht den Vorhang auf und zu und das war's. Oh geil, ein Gewächshaus. Oh, ich liebe Gewächshäuser in Videospielen. Oh, ein Lumineszent. Oh, 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 oh. Schnell raus hier. Ah, dann kommt Julia aber nicht hinterher, ne? Musik ist aus. Schlecht. Was mache ich jetzt? Ich möchte Yui bei mir haben. Okay, jetzt habe ich wieder Musik. Scheiße. Vielleicht findet Yui ja einen anderen Weg zu mir. Eine Sackgasse. Das sind alles Sackgassen. Ich will ja eigentlich gar nicht weitersuchen, solange Yui nicht da ist. Noch eine Standuhr? Ist das Daniela? Oh, die ist tot. Ja, warum in aller Welt ist das hier? Scheiße. Was ist krank? Ein Bild. Blaue Flamme, geheime Wege. Blaue Flamme, geheime Wege. Da denke ich gleich an die Lumineszenten. Ich möchte eigentlich ohne Yui nicht groß weitergehen. Ja, Schatz. Magnesium. Der klang jetzt so nah. Was ist, wenn ich jetzt hier aufmache? Das ist auch eine Wand. Ich wette, das... Ja. Sie können sich auch ruhig selber eine Karte malen. Ich wette, das ist die Rückseite von der anderen Tür. Aber... Oh, die Geräusche. Ich möchte jetzt eigentlich schon gerne zu Yui zurück, aber der ist dieser scheiß Lumineszent. Und... Der ist ja da im Gewächshaus. Vielleicht, wenn ich nochmal vorbeilaufe. Ich versuche das jetzt. Da ist Yui. Okay. Yui, komm hinterher. Komm. Go, Yui. Nein. Come on. Komm halt her. Jetzt ist die Musik wieder aus. Und jetzt ist Yui weg. Wo ist denn der jetzt hin? Der war doch gerade eben noch da gesessen. Tür zu. Ich glaube, die Musik ist aus wegen dem Lumineszent. Aber gerade eben war doch Yui noch da gesessen. Und jetzt ist er weg. Muss Yui einen anderen Weg nehmen? Ach, das ist doch auch Blödsinn. Was... Was soll ich denn jetzt noch machen? Da ist doch nichts mehr. Da ist auch nichts, oder? Nee. Ja, Schatz. Du hättest doch nur durch die Tür gehen müssen. Ich probiere das nochmal.
Okay, der Lumineszent ist weg. Da ist Huey. Vielleicht können wir jetzt, wenn der weg ist, hier das alles ein bisschen untersuchen. Und die Musik war jetzt auch weg, aber jetzt ist sie wieder da. Go, Huey. Du sollst nicht bellen, du sollst suchen. Ja, ich weiß, das habe ich schon oft gesagt, aber... Vielleicht findet er ja noch irgendwas. Ah, okay, also nicht. Aber hier ist nichts weiter, wo ich hin kann oder so, ne? Ich nehme ihn jetzt mal mit zu der Mumie. Come on. Good boy. Und vielleicht findet er mir ja da noch irgendwas im Flur oder so. Medaillon, okay. Das hatte ich jetzt wirklich nicht gesehen. Aber ich komme hier gerade nicht weiter. Blaues Licht, geheime Wege. Aber ich habe doch kein blaues Licht. Habe ich irgendwas, womit ich blaues Licht machen kann? Nee, ich wüsste jetzt nichts. Antimonpulver. Ich könnte es dagegen werfen, aber möchte ich eigentlich nicht. Das ist mein letztes. Ich habe da nur noch das edle Antimon. Nee, also... Ich muss bestimmt irgendwann... Vielleicht hätte da der Lumineszent hingemusst. Oder ich weiß es nicht. Ich stehe voll auf der Leitung. Da ist wieder einer. Wow! Okay, die Musik ist aus, wenn ein Lumineszent kommt. Ich versuche ihn jetzt extra hier hinzulocken. Da ist er. Da. Blaues Licht, geheime Wege. Wenn ich jetzt die Tür... Na gut, die Tür ist offen. Ich weiß jetzt halt nicht, soll ich das jetzt hier machen oder... Jetzt schreit sie dann gleich und dann kommt Daniela. Das ist jetzt bestimmt eine schlechte Idee. Oder hätte ich das da an der Tür machen müssen? Nee, mach mal die Tür bitte auf. Ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, ich könnte mich ja dahinter verstecken. Aber jetzt ist die Musik schon wieder angegangen. Also Daniela scheint nicht in unmittelbarer Nähe zu sein, sonst hätte sie uns jetzt ja schon entdeckt. Blaues Licht, geheime Wege. Jetzt ist da schon wieder einer. Was war denn jetzt hier nochmal? Ach, der Balkon, oder? Ach nee. Einfach nur. Was ist denn jetzt, wenn ich die. Ah! Scheiße. Jetzt habe ich Huey eingesperrt. Na, das bringt mir alles nichts. Ich muss irgendwas mit den Lumineszenten machen, aber ich. Weiß nicht was. Da ist schon wieder einer. Die kommen immer wieder. Moment. Wenn ich jetzt... Ah, ich probiere mal was anderes. Wenn ich jetzt da reinrenne und warte, bis der Lumineszent kommt und dann rausrenne und die Tür zumache. Da ist er. Ich muss nur warten, dass er mich nicht erwischt. Scheiße. Ja, ich wollte eigentlich nicht, dass er mich erwischt. Ich wollte den da eigentlich einsperren. Wie viel Panik verträgt sie eigentlich? Wir warten jetzt auf den nächsten Lumineszenten. Und dann versuche ich dem auszuweichen und wegzulaufen und den hier einzusperren. Was mir wahrscheinlich überhaupt nichts bringt.
knurrt. Er knurrt, Entschuldigung. Ja, wo bleibt er denn? Der kommt gar nicht. Da ist er. Ich laufe jetzt nochmal zurück. Irgendwie, ich komme hier einfach nicht voran. Jetzt mache ich die Tür zu. Nein, ich wollte die Tür in die andere Richtung zumachen. Scheiße. Also jetzt habe ich sie, glaube ich, langsam wirklich auf mich aufmerksam gemacht. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Aber, okay, die Musik ist wieder an. Yui kommt auch wieder angetapst und die 20 Minuten sind um und ich möchte eigentlich immer so ungefähr 20 Minuten spielen. Ich mache jetzt auf Pause und beende diesen Part und mache mir mal so Gedanken, was ich vielleicht tun könnte. Vielleicht gucke ich auch nach, ich weiß es noch nicht. Und aber immerhin, also wir sind in einem neuen Bereich, das finde ich sehr geil, weil das Schloss, das, ja, so langsam war es dann doch mal ein bisschen, ja, nervig, beziehungsweise, ja, ich bin schon ganz froh, dass wir wieder was Neues entdecken. Und wir haben auch einen neuen Gegner und jetzt geht es richtig schön frisch von vorne los. Und ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung, was wir tun müssen, was ich tun muss. Aber das klappt schon alles. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.